Hi, ich bin der Dietmar von der Firma Wemo Einziehfahrwerke. Willkommen von der Segelflugmesse. Wir wollen kurz unser FES-Hybrid-Fahrwerk zeigen. Wir haben hier ein Hybrid-Fahrwerk. Hybrid deswegen, weil es drei verschiedene Positionen hat. Einmal haben wir die Position Ausfahren, Einfahren, wie wir es kennen von Standardfahrwerken. Dann haben wir hier zusätzlich noch eine Startposition. Das Ganze wird auf einem Drei-Wege-Schalter in der Fernsteuerung gesteuert. Den Hebel ganz von uns weg heißt Fahrwerk ausfahren, Hebel ganz her, machen wir Fahrwerk einfahren. Die Mittelposition des Drei-Wege-Schalters, die lässt dann das Fahrwerk ein Stück aus dem Rumpf rauskommen. Dann können wir mit der Hand das Rad nach vorne ziehen, um das dann in die Startposition zu bringen. Dabei trennen wir den Hebel hier, den wir anschließend wieder schließen müssen und haben hier ein viel besseres Startverhalten, weil die Modelle nicht mehr die Neigung haben, auf die Nase zu gehen. Nach dem Start, wenn wir in der Luft sind, können wir das Fahrwerk einfahren, fliegen und jetzt können wir es zur Landung nur noch ausschließlich in die Landeposition rauslassen, weil wir die Startposition von Hand einlegen. Das kann auch nie aus Versehen eingelegt werden. Vorteil an der Geschichte ist eben zum einen Radposition beim Starten ganz weit vor dem Schwerpunkt. Beim Landen haben wir ihn in Schwerpunktnähe, dort wo das eigentlich in den Flugphasen Start, Flug, Landung ideal ist. Das sind so die Vorteile von dem Fahrwerk, so mal in Kürze erklärt. Und wir haben noch die Möglichkeit, wir berechnen für Modelle, für jeden Rumpf individuell, welches Fahrwerk benötigt wird, um auf eine entsprechende Betriebshöhe mit entsprechender Bodenfreiheit. Wir geben 80 mm vor, da berechnen wir das Fahrwerk, was ist denn an diesem speziellen Modell möglich. Dann weiß man im Vorfeld bei der Planung des FES-Antriebs, was brauche ich für einen Motor, was kann ich für eine Propellergröße überhaupt nutzen. Und das macht einem die Planung einfach unglaublich einfach, weil man im Vorfeld eben schon die richtigen Sachen kauft. Das ist ein Service, der kostet nichts, nehmt den in Anspruch. Wenn ihr Fragen habt zu unseren Fahrwerken, dann ruft uns an, schreibt uns eine E-Mail. Ihr findet uns im Internet unter der Homepage, gibt es ein Kontaktfeld und danke fürs Einschalten.